Zahlenspiel. Null! Nein, Quatsch. Die Zahlen auf dieser digitalen Anzeigetafel sind nach ihrer Größe sortiert. Die größte Zahl steht oben. Welche Ziffern passen in die verdeckten Lücken in der Mitte? Moment. Hä? Nach ihrer Größe sortiert. Ach so, die allergrößten sind da oben und dann... Ah, okay, okay. Der Größe nach sortiert... Sind das jetzt weil da steht ja 10 geteilt durch 6. Sind das jetzt Brüche? Bitte nicht. Das wäre doof. Ich hasse Brüche. Okay, also versuchen wir mal. Ja. So. So. Wahrscheinlich. Ja. Okay, das Ding. Oh, das ist doch... Geht doch nicht an. Warum vor allem ausgerechnet? Welche Zahlen sollen denn da dazwischen passen? Ziffern passen in die Lücken in der Mitte. Es ist doch... Wie soll denn das gehen? Ich auch. Sowas von. Also, weil es macht für mich keinen Sinn. Da könnte man ja vieles dazwischen packen. Bin ich auch gerade dumm. Tipp? Ja, Tipp. Also, ich kann mir vorstellen, womit das zu tun hat, aber... Schau dir die Zahlen nicht getrennt an, sondern zusammen. Ergeben die Ziffern jetzt für dich einen Sinn? Nein. Nein. Nein, definitiv. Nur, dass halt die obere trotzdem größer ist, aber... Ja, also... Könnte man trotzdem so viel dazwischen machen. Weiter? Ja. Nächster. Oh. Ja, okay, ich würde sagen, das ist jetzt... Wird nicht gewertet. Ja. Hey, übrigens, was ist wieder mit dabei? Oh, das war richtig. Oder was ist doppelt mit dabei? Huch, ich wollte keinen neuen. Also, wir haben hier wieder die Rätsel 0. Das ist falsch. Weiß ich, wie man das macht. Was? Moment. Sind das dann jetzt so? Ah, hab ich... Ah, ich bin Depp. Ja, du hast den Punkt. Du hast den Punkt. Dankeschön. Weil ich mich... Ah, stimmt. Ich hätte das noch umdrehen müssen. Also ja. 006. 006, genau. Oh, Depp. Ja. Da, für die Blödheit hast du es dir verdient. Ja, hoffentlich. Also, für meine Blödheit hast du dir das... Dankeschön. ...verdient, das... Dankeschön. Freunde, ich sehe das so. Ich bin das. Sag mal nicht. Ja. Habe ich doch mit Absicht gemacht. Nein. Bitteschön, erledigt.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Rosa-rote Panther fand ich immer cool. Hm. Muss wieder umstellen. Ja. Wer dreht einfach so eine Anzeigetafel? Ja, wer macht sowas? Wer ist denn so? Also das ist echt gemein. Vor allem wenn, bei Spielen, wo es gerade, also bei Fußballspielen, wo es gerade 1-0 steht. Ja. Wenn da jemand die Anzeigetafel dreht, steht es immer noch 1-0, aber für die andere Mannschaft. Ja. Schön erledigt. Der heißt Spot. Mhm. Ist das nicht ein Hundename? Nein. Ich kenne den Hund namens Spot aus irgendeinem Film oder so. Das ist aus Silence, der Bo. Okay, dann. Oder die Raupe, ja. Aber ich glaube, es gab auch einen Hund. Ah, und wieder ein zufriedener Kunde, Miss. Du hilfst Hunden, Katzen, Vögeln, kannst du auch noch helfen. Du bist ja wirklich der Dr. Doolittle der Rätselwelt. War Dr. Doolittle nicht ein... Was für ein Film war das? Von wem? Weiß ich nicht. War das kein Disney-Film? Bitte sag mir, das war einer. Sagt mir nichts. Dr. Doolittle war irgendwie so ein Typ, der, glaube ich, gut mit Tieren konnte. Eventuell sogar sprechen. Ich glaube, der konnte mit denen sprechen. So, also ich hatte eine Hinweismünze in diesem komischen Räucher. Ja, hatte ich auch. In einem dieser Gebäude im Hintergrund. Ja, hatte ich auch. Und wo noch? Oder war das schon? Nee, das war noch nicht alles. Wir hatten ja gleich zuerst das... Auf dem Fisch und auf dem... Schiff? Ja. Wo? Nein, Schiff, Fahrzeug. Ah, da. Okay. Gut, dann da hinten. Die Person ist hinten. Nichts. Ach so, die kann man nicht. Die sah so aus. Nö. Und was ist mit denen? Nein, da auch nicht. Okay. Dann würde ich sagen. Typi. Mr. Unauffällig. Ein Rätsel! Aha! Da sind sie ja! Nicht sie schon wieder. Wer sind sie denn überhaupt? Wir hätten da ein paar Fragen an sie. Mehr nicht. Warum? Ich kenne sie doch noch nicht einmal. Schauen Sie, ich habe zu tun, okay? Lassen Sie mich in Ruhe. Ich zeig sie an. Dir jucken wohl die Pfoten, was? Nein, ich will sie nicht schlagen. Wir müssen leider darauf bestehen. Was? Gehen Sie mir aus dem Weg. Wir möchten Ihnen einfach nur ein paar Fragen stellen. Warum wollen Sie denn unbedingt weg? Vielleicht, weil Sie ein Bankräuber sind? Sie richtig so, Nadelstreifen! Schnapp ihn dir, quetsch ihn aus! Komm. Er ist schließlich Komm, Bankräuber ist ein bisschen sehr weit hergeholt gleich. Ja, finde ich auch echt gemein. Bankräuber, was reden Sie da? Das ist doch Irrsinn! Das Einzige, was ich über einen Bankraub weiß, ist das hier. Okay. Ja, also ehrlich, ich finde das ja... Ehrlich, jetzt mal ausgerechnet. Ich find, nee. Diebstahl ist sicher. Oh. Ja! Ein geheimnisvoller Dieb ist hinter dem Schatz her. Beschütze die Juwelen, indem du das Sicherheitssystem aktivierst. Umgib die beiden Juwelen mit beleuchteten Feldern, um sie zu beschützen. Berührst du ein Feld, leuchtet es rot auf. Wenn das System dann aktiviert wird... wird das benachbarte Feld in Pfeilrichtung ebenfalls beleuchtet. Und das setzt sich fort, bis in der Abfolge keine Felder mehr übrig sind. Welches Feld musst du zuerst aktivieren? Okay, kein Ding. Hm. Also müssen alle aktiviert werden, oder was? Ja. Okay, das nicht. Ich hab's falsch. Nein, ich auch. Oh. Nicht gut, Catriel, gar nicht gut. Aber wie war denn jetzt? Müssen alle? Das müssen halt... Nee, der Schatz ist, muss nur ja, umgeben sein. Ja, muss nur den Schatz. Oh, Mist. Da hast du es jetzt bestimmt. Nein. Auch nicht? Gut. Warte. Okay. Aber ich muss doch... hier rum. Hm. Ja, warte. Okay.
ich nicht mehr. Doch. Komplett diebstahlsicher. Das Sicherheitssystem wurde erfolgreich aktiviert. Jetzt hat der Dieb keine Chance mehr. Das funktioniert dann schon nicht mehr. Was? Wieso? Doch? Nein. Na, warte mal, wenn du es irgendwo aktivierst, oder warte mal, wie geht's denn weiter ab dem Punkt, wo du aufgehört hast, wo du oben der Punkt? Wenn du von da aus mit dem Pfeil weitergehst. Nein! Da, wo deine Linie oben links aufhört. Da geht der Pfeil doch nach unten, da. Und dann? Na, und noch eins, und noch eins. Und dann hört's auf. Aber es muss ja hier lang. Hä? Es muss ja hier lang. Naja, du warst doch so kurz davor. Du hast es... So. Ich mag solche Rätsel nicht. Ich mag Nuller-Rätsel nicht. Okay, absolut diebstahlsicher, bla bla bla. Musst wieder, hast du, okay. Niemand wie ich kann doch wohl kaum eine Bank ausrauben, oder? Ich meine, jetzt mal im Ernst. Zugegeben, so richtig in Schemen passen sie nicht. Bankräuber hängen für gewöhnlich nach einer Tat auch nicht auf der Straße herum. Das sage ich Ihnen noch die ganze Zeit. Aber was haben Sie denn vorhin vor der Bank gemacht? Sie haben doch noch was gesucht. Nein! Du verlogener Straßenköter! Wie sie ihn beleidigen, ich finde das echt nicht okay von dem Spiel. Weil der schwarz ist? Ja, weil der schwarz ist. Und wenn sie einen Weißen beleidigen würden? Tun sie ja nicht! Nein, oder beziehungsweise einen Weißen, den sie vielleicht beleidigt haben, ich bin mir nicht mehr sicher, war dann wohl dieser Punk. Und das wäre ja auch wieder so ein Stereotyp. Ich glaube, die sind echt nicht nette Menschen. Aber gut, man kann sich auch so nicht mit den Protagonisten in Lady Layton identifizieren. Also, der hat Essen gesucht. Der hat Schokolade gesucht. Ja. Und wo ist sie? Bei dir. Mit einem Haps sind die im Mund. Passen Sie mal auf Ihren Hund auf, wie der mich anknurrt. Ja, und wenn Sie uns nicht auf der Stelle die Wahrheit sagen, wird er Sie in den Hintern beißen. Zuerst in die linke Backe, dann in die rechte. Das ist echt gemein, was sie mit dem machen. Das gibt's doch nicht. Oh Mann. Ja, warum braucht eigentlich jemand überhaupt diese Rätsel in diesem Spiel? Weil es ein Rätselspiel ist und ich mag Rätsel. Ja. So. Jetzt aber mal halblang. Das steht nicht in meinem Vertrag. Ich will nicht seinen Hintern beißen. Ja, okay, gut, ich erzähle Ihnen die Wahrheit. Ich habe vor der Bank Geld eingesammelt. Ich wusste es. Aber er sieht nicht aus wie ein Obdachloser. Trotzdem, vielleicht war es eine große Banknote. Hm. Geld? Ja, keine Ahnung warum, aber ich finde ständig 50er auf der Straße. Ich sag's dir. Aber ich glaube, die sind falsch. Das sind falsche 50er. Nein. Anfangs war es nur einer, aber dann habe ich angefangen nach mehr zu suchen. Auch im Fluss waren ein paar und auf der Brücke. Meistens habe ich gar nicht auf den Weg geachtet. Ich bin einfach nur den Geldschein nachgegangen. Oh, da liegt was Wertvolles. Oh, da liegt was Wertvolles. Oh, da liegt was Wertvolles. Oh, da liegt was Süßes. Ich weiß, was ich das nächste Mal mache, wenn ich Schokobons einkaufe. Doch, indirekt. Ich lege eine Spur daraus. Okay. Entschuldigung. Ich mach mal weiter hier. Nachgegangen, ja. Sie sind also gar nicht absichtlich vor uns weggelaufen. Ich wusste nicht einmal, dass sie mich verfolgen. Sie haben mich verfolgt! Polizei! Oh, dann waren wir wohl hinter dem Falschen her. Ja, hinter dem falschen 50er-Sammler.
Ja, er sagt anscheinend die Wahrheit. Das war eine falsche Fährte. Und wenn er helle Haut hätte, dann hätte Shirley ihn gebissen. Oh, das ist fies. Das kam aus dem Chat. Ja. Ja. Aber warum findet er überall Geldscheine? Klick! Ja, das ist eigenartig. Und was stimmst du daran? Wir finden keine Wetten. Er findet sie von mir. Ja. Diese Scheine sollten eigentlich mir gehören. Mir ganz allein. Diese Schokolade sollte mir gehören. Mir. Ja, nimm. Ich wollte ihr die nur hinreichen und sie wollte mir auf die Hand hauen. Das war ein Scherz gerade. Nimm die Hand nicht so hoch, weil ich deinen. Vielleicht will ich ja. Nein, ich lass es lieber. Nein, ich will den nicht. Nein! Ach, Mann. Nein, es ging mir nur darum, ich wollte heute eigentlich nur einen essen. Nicht mehr Superman. Ja, jetzt habe ich meine Superkräfte verloren. Ja. Oh Gott, das muss grässlich sein, sich sowas anzusehen. Okay.